Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Small Rig hat ein ganz interessantes Zubehör für das iPhone Pro und für das iPhone Pro Max. Und zwar ist das hier ein Case und das hat eine ganze Menge Funktionen und man kann wirklich eine ganze Menge mit diesem Case anfangen. Was genau, das zeige ich euch jetzt in meinem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. An dieser Stelle natürlich ein Disclaimer, ich habe dieses Zubehör komplett allein bezahlt. Small Rig hat es mir nicht mal zugeschickt. Jungs, ihr könntet mal an mich denken, wenn ihr neue Produkte veröffentlicht und mir ein paar Sachen zuschicken. Muss ich nicht mal alles selber bezahlen. Aber wie gesagt, ich habe das für mich direkt gekauft, weil ich auch schon beim iPhone 12 Pro davon begeistert war. Leider passt das nicht, obwohl ja nicht viele Änderungen sind, außer bei den Kameras. Aber genau diese Kameras passen dann in das 12 Pro Case nicht rein. Und deswegen musste der extra wieder eins fürs 13er kaufen, habe ich jetzt gemacht, liegt ungefähr bei ca. 40 Euro, glaube ich, und ist es aber wert, also für mich auf alle Fälle und deswegen, genau deswegen, denn man macht das iPhone Pro hier komplett rein und man sieht natürlich schon, hier ist ein bisschen was für die Linsen vorbereitet, erkläre ich gleich, aber hier gibt es auch Zubehör, zum Beispiel hier oben einen Schuh, da kann man dann zum Beispiel, wenn man jetzt unterwegs ist, sein Vlogging-Mikrofon reinmachen. Ich habe es jetzt mal ein bisschen übertrieben mit diesem großen Mikrofon, es gibt natürlich noch bestimmt kleinere Mikrofone, aber ich habe leider nichts anderes und deswegen geht das sozusagen hier als Mikrofon direkt rein, kann man auch perfekt festmachen, ist so eine Art Vorführeffekt jetzt im Moment, aber es geht und gleichzeitig natürlich noch ganz andere Geschichten, die hier sozusagen ranpassen, zum Beispiel noch die zweite Rig-Geschichte, hier kannst du noch über den zweiten Fotoschuh dann zum Beispiel ein Licht hier ranbauen, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus oder du drehst hier sozusagen noch ein Stativ oder eine andere Bordhalterung hier ran und mal gucken, dass das relativ einfach funktioniert. Das ist jetzt hier so ein Magic Arm und den kannst du hier unten auch reinschrauben und hast dann halt dein iPhone oder iPhone Pro Max hier auch relativ sicher an diesem Arm und kannst den dann wiederum an einem anderen Stativ festschrauben oder andere Dinge machen. Und man sieht ja, also es hält und es macht seinen Job. Wenn das Zubehör komplett ab ist, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, hier bei diesem Case das iPhone komplett zu bedienen. Also du hast hier die Lautstärkeregelung durch eine Gummiwippe komplett, kannst du alles bedienen. Dann wiederum hier stumm schalten, kommst du ebenfalls super ran. An den Adapter hier unten im iPhone Lightning ist auch dran gedacht worden. Kannst du auch ohne Einschränkung benutzen und alle Möglichkeiten, die du sozusagen hier zur Einstellung hast, die hast du in diesem Case ebenfalls dabei. So, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, externen Strom über dieses wunderbare Akku zu ziehen und da ist auch dran gedacht worden. Hier ist von der Firma Anker, dann von Apple gibt es das natürlich auch, aber das ist deutlich teurer und natürlich auch nicht mit dieser wunderbaren Leistung. Das ist hier ein bisschen besser und hier kannst du dann sozusagen über MagSafe dieses Ding über den Magnetanschluss anbringen und hast dann die Möglichkeit, dein iPhone während des Filmens auch noch zu laden. Denn wir wissen ja alle, wenn wir damit filmen und einen Adapter hier setzen über den Lightning-Anschluss, ist der Port komplett belegt. Da kannst du dann nichts mehr laden und deswegen vielleicht als Zubehör nochmal hier die Geschichte, die passt eigentlich wunderbar. Zum Thema Linsen ist natürlich hier viel ausgespart worden. Es passen auch eine ganze Menge. Ich kann mich aber nur verbürgen für die Firma Sirio, denn hier passen die Sirio-Linsen ran. Das ist jetzt hier sozusagen mal meine Anamorphic Lens und die passt natürlich wunderbar an diesen Anschluss hier ran. Und damit kann man dann sozusagen kinomäßig anamorph filmen in verschiedenen Formaten über die App Filmic Pro, mache ich das immer. Und das macht sich echt total super und total gut. Was jetzt sozusagen noch für andere Firmen dabei sind, wo jetzt die Linsen hier passen, da lest einfach mal bei Small Rig auf der Internetseite, ob eure Linsen dann hier auch passen. Ansonsten ein schönes, nettes Zubehör, einfach das iPhone rein, das ist auch nicht schwierig und geschützt ist natürlich hier auch durch diese Gummikanten bei Small Rig, also das ist sehr schön, hier kann ich zerkratzen an deinem Telefon
Und die Kamera natürlich, das ist komplett geschützt. Also hier ist wirklich an alles gedacht worden. Und das ist auch ein bisschen weiterentwickelt worden gegenüber dem vom iPhone 12. Das hatte ich nämlich auch schon vom iPhone 12 Pro Max. Das war ein bisschen anders gestaltet. Und diese Gummiwippen und so, das war damals Metall. Und ja, ich kann eigentlich nur sagen, von mir auf alle Fälle, wer viel mit dem iPhone filmt und das iPhone Pro Max oder Pro sehr viel überall verwendet, für den gibt es eine klare Kaufempfehlung für dieses Case. Also es gefällt mir wunderbar, natürlich auch als Schutz, wenn das mal runterfällt, hier passiert gar nichts. Das ist wirklich aus komplettem Aluminium gefertigt und hier kannst du alles reinschrauben und selbst die Kameras sind super geschützt, wenn das jetzt wirklich hier mal rauffallen sollte. Da passiert nichts mit den Kameras, weil ja hier noch vorne dann der Schutz ist. Also ich kann es empfehlen, wer es mal anschauen möchte, ist das alles in meiner Videobeschreibung verlinkt. Und damit vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video. Ich sage tschüss, bye bye und winke, winke.